Hallo! Bevor ich es wieder vergesse, kommt noch schnell der kleine Haul. Den Großteil habe ich, glaube ich, dieses Mal tatsächlich bei Sephora gekauft. Es mussten aber natürlich noch ein paar Haarprodukte rangeschafft werden. Und zwar habe ich euch ja auch, glaube ich, schon erzählt im letzten Aufgebraucht, dass ich mir von Moroccan Oil das Rose Gold gekauft habe. Falls ihr das Produkt noch nicht gesehen haben solltet. Wie gesagt, eine Haarmaske, die gleichzeitig Pigmente drin hat. Wenn ich dran denke, so ich dass das dann irgendwann, momentan ist ja die Tönung bei mir noch relativ frisch. Wenn ich, wie gesagt, dran denke, mache ich auch ein Foto und dann werdet ihr es ja irgendwann in einem Aufgebraucht sehen. Das gute Stück, ich habe es jetzt, also deswegen die Farbe hier ist nicht repräsentativ. Da ist ja auch noch ordentlich Magenta drin von einem anderen Direktzieher, den ich verwendet habe. Und der Pastelizer von Color Wow war das, glaube ich. Nee, Color Freedom. Genau. Also, wie gesagt, da kommt dann vermutlich eine andere Farbe raus. Ich werde es dann, wie gesagt, einblenden. Was ich jedenfalls schon mal festgestellt habe, ist, dass die eine schöne Pflegewirkung haben. Und wenn man damit dann gleichzeitig die Haare auch noch tönen kann, ist das ja ein Bonus. So, dann habe ich noch drei Produkte von Davines bestellt. Und zwar aus dieser Oil-Reihe, die mit Rucu-Öl arbeiten. Einmal das Shampoo, den Conditioner und dann gibt es noch so eine Art Leave-In-Spray All-in-One-Milk, die man wohl auch auf trockenem Haar verwenden kann. Die habe ich jetzt nach dem Tönen-Blondierungs-Schnabüki vor 2 Wochen, glaube ich, gleich mal ausprobiert, weil ich neugierig drauf war und fand die sehr gut, was so das Entwirren vom Haar anbelangt. Die anderen beiden Sachen, wie gesagt, Shampoo, Conditioner, habe ich noch nicht ausprobiert. Habe aber da schon unheimlich viel Gutes drüber gehört, gerade von Leuten, die eben auch ihre Haare regelmäßig blondieren und versuchen denen dann noch irgendwie ein bisschen was Gutes zu tun nach dem ganzen Debakel. Ja, dann habe ich bei Aldi ein Lidschatten Quattro geshoppt. Habe ich da eigentlich die Packung aufgehoben? Also ausschlaggebender Punkt war, ja, da ist ja eigentlich die Verpackung, wo ich mir dachte, die ist ja hübsch. Und dann fand ich die Töne auch irgendwie ganz ansprechend. Ich habe es jetzt zweimal ausprobiert und muss gestehen, dass mich die nicht so, also auf dem Auge jedenfalls, dann nicht mehr so überzeugt haben. Irgendwie blenden die nachher zu stark ineinander. Also ich muss auf jeden Fall noch einen anderen Farbton, einen dunkleren Farbton mit dazu nehmen, sonst ist mir das Ergebnis zu lala. Da könnt ihr die Swatches sehen. Also wie gesagt, das ist mir auf dem Auge nachher dann einfach zu wischiwaschi. Ich mag zum einen dann eben noch so ein bisschen dunkleren Ton dazu, um dann ein bisschen Kontur reinzubringen. Denn wenn ich das jetzt alles so verblende, dann sieht das irgendwie nicht so dolle aus, finde ich. Also irgendwie nicht nach viel. Also wenn jemand nur One Shadow Look, ein Lidschatten fertig, dann ist das natürlich alles fein. Aber das ist mir hier ehrlich gesagt nicht genug gewesen. Zwei Töne von denen finde ich als, also die beiden Move-Töne hier am Ende. Die finde ich halt als verblendende Farben und so für den Bogen irgendwie ganz schön. Also um es kurz zu machen, sie haut mich jetzt von dem Pigment her irgendwie nicht aus den Socken. Ich weiß nicht, wie von Lacura sonst die Qualität bei den Lidschatten ist. War jetzt auch wirklich das erste Mal und es war jetzt schlicht wirklich nur der Farbkombi geschuldet, dass ich irgendwie dachte, nehme ich die mal mit. War irgendwie neugierig drauf, aber ansonsten wäre das jetzt für mich nicht unbedingt eine Empfehlung. So, dann habe ich
Oh, das ist ein gutes Stück. Habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Von Laura Mercier, das Stick Gloss in Plum. Das war auch in meinem vorletzten aufgebraucht, glaube ich, genau. Wo ich euch gesagt habe, ich habe zwar noch jede Menge andere Lippenstifte, aber ich will unbedingt, 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 unbedingt diesen hier wieder haben. Weil ich den auch gefühlt das ganze letzte Jahr mehr oder weniger exklusiv getragen habe. Und wo habe ich ihn bekommen? Bei Ludwig Beck haben sie genau den Farbton für 13 Euro. Den und noch einen anderen Farbton für 13 Euro rausgehauen. Die kosten sonst das Doppelte. Ich hoffe nicht, dass das jetzt die Ansage ist, dass damit dieser Farbton History ist und man ihn rausschmeißt. Aber für den Moment war ich natürlich sehr dankbar dafür, dass genau mein Farbton der Wunschkandidat im Sale war. Ja. Falls ihr Angst, würde ich jetzt nicht sagen, aber falls ihr nicht unbedingt gerne dunkle Lippenstifte oder sehr stark pigmentierte Lippenstifte tragt, das ist irgendwie so ein, hatte ich ja schon bei dem Aufgebraucht gesagt, so ein Happy Medium irgendwie. Die Farbe ist ein bisschen tiefer, aber durch diesen Gloss-Effekt ist er eben nicht so mega deckend und deswegen finde ich den für mich irgendwie tragbarer. Also ich bin jetzt niemand, der tatsächlich ganz stark deckende, kräftige, vor allen Dingen auch nicht dunkle Farben trägt. Und da finde ich das irgendwie so einen guten Farbton, um so in die Richtung zu gehen, aber dann doch nicht. So, wo ich bei Ludwig Beck bestellt habe, habe ich dann noch von einer Marke, von der ich noch nie was gehört habe, zwei Produkte eingesackt und zwar L.E. Brookett. Fragezeichen, Fragezeichen, wie gesagt, noch nie was von dieser Marke gehört. Auch die waren im Sale und zwar habe ich dann einmal einen Toner mit Kamille und Bergamot eingesammelt und eine Augencreme Cottonseed Eye Balm mit, ich glaube 15, ja genau 15 Milliliter. Und da wollte ich euch nochmal um Rat fragen. Kommt nämlich in einem Pumpspender und also der Pumpspender ist qualitativ eher so lala, weswegen, weil die Creme nämlich, das ist kein dünnflüssiges Gel oder irgendwas, sondern das ist halt wirklich schon sehr reichhaltig. Und jetzt bei den aktuellen Temperaturen, eben auch von der Konsistenz her, ein Produkt, wo ich mich frage, wie man das in einen Pumpspender packen kann. Das wäre für mich eher was für ein Cremetiegelchen, weil das jetzt, wie gesagt, aktuell eben relativ fest ist von der Textur her. Deswegen ist es total schwierig, da irgendwas rauszupumpen aus dem Teilchen. Und das nächste Problem ist, dass der Pumpspender, also dieses kleine Plastikröhrchen, halt auch für meinen Geschmack oder für mein Verständnis auch viel zu kurz ist, um tatsächlich das Produkt, wenn es dann irgendwie eine bestimmte Füllhöhe unterschritten hat, um das tatsächlich noch richtig rauspumpen zu können. Und ich weiß, irgendjemand von euch hatte mir mal vor Urschleimzeiten so ein Tool gepostet, aber ich kann es nicht mehr finden. Ich glaube, auf Amazon, was wie so eine Art Korkenzieher aussah. Falls ihr sonst eine andere Idee habt, wie man an Produkte gerade aus solchen Flaschen, die ja diese dünnen Hälse haben, rausbekommt, wo sich das halt unten sammelt. Und wie gesagt, hier ist eben noch die Problematik, dass es jetzt mittlerweile relativ fest ist. Also das Einzige, was ich überlegt habe, ist, ob ich das Teilchen dann vielleicht mal so in Wasserbad haue und gucke, ob man das so ein bisschen verflüssigt bekommt. Ich weiß allerdings auch nicht, wie gut das dann wieder für die Inhaltsstoffe ist. Wenn man das sozusagen erst verflüssigt, dann rauslaufen lässt und dann wieder fest werden lässt. Also deswegen, falls euch spontan einfällt, wie so ein Teil überhaupt heißt, also dieses Korkenzieher, keine Ahnung, Flaschenentleerhilfe, falls ihr da irgendeine Idee habt, sagt gerne Bescheid, das wäre sehr hilfreich. Oder falls ihr sonst einen anderen Vorschlag habt, wie man das Produkt noch rausbekommen könnte aus so einem nervigen Spender. Weil, wie gesagt, mit dem Original-Pumpspender, das wird nichts werden auf Dauer. So, was habe ich denn da? Dann habe ich von Clarins die Mission Perfect Lichtschutzfaktor 15 nachgekauft. Hatte ich euch ja auch schon von erzählt. Das ist die
Augencreme, die ich als Korrektor benutze, kommt mit so einem Pinselchen hier vorne daher. Ihr dreht es halt praktisch, ihr twistet es so auf und dann kommt ein Produkt raus. Also das gleiche, was man eben kennt von diversen Concealer, Pinsel und so weiter, nur dass der halt wesentlich breiter ist. Ich trage es aber tatsächlich dann mit einem anderen flachen Foundation-Pinsel auf. Und das ist, wie gesagt, so ein 2-in-1-Produkt für mich, zum einen Augenpflege, wobei ich immer generell noch so eine leichte Augencreme drunter trage, wenn ich mich morgens fertig mache, also sprich nach der Reinigung, bevor ich Gesichtscreme auftrage, trage ich eine leichte Augencreme auf. Und wenn ich mich dann ans Schminken mache und die Augen fertig geschminkt sind, dann trage ich halt die Augencreme nochmal auf. Durch die Tönung funktioniert das bei mir, weil meine Augenschatten nicht so doll sind. Mittlerweile als Korrektor sehr gut, hat gleichzeitig noch den Benefit, dass es wie gesagt pflegt. Und dann trage ich aber auch immer noch einen leichten Concealer drüber. Das ist halt ein sehr orangestichiges Produkt, Aprikofarben, und hilft deswegen, wie gesagt, gut gegen Augenschatten. Falls ihr richtig dunkle, starke, ausgeprägte Augenschatten habt, dann glaube ich, ist das noch zu wenig. Aber wenn es so ein Medium-Problem ist, dann glaube ich, seid ihr mit dem echt gut bedient. Und jemand, der vielleicht nicht so extrem trockene Augenpartie hat, wie meiner einer, der kommt mit dem bestimmt auch ganz normal als einfache Augencreme klar, weil ich glaube, das ist auch dem Preis geschuldet, wenn man sich das mal anguckt. Das ist nämlich ziemlich teuer. Aber ich glaube, der Douglas-Preis liegt irgendwie so um die 40 Euro. Ist halt auch tatsächlich eine waschechte Augencreme mit eben hinzugefügten Pigmenten. So, was haben wir denn da? Ach ja, ich habe bei. Irgendwann ploppte bei mir auf Insta mal wieder so eine putzige Werbung auf, mit von wegen möchten Sie testen. Ach, da habe ich übrigens auch das Clarins-Dings damals bei so einer Aktion abgestaubt. Die Probe-Sachets habe ich so einen ganzen Stapel bekommen, sonst hätte ich das Produkt auch nie entdeckt. Also Werbung kann manchmal auch hilfreich sein, jedenfalls wenn es dann irgendwie personalisierte Werbung ist. Ich weiß, es ist ja irgendwie immer so controversial, aber ich muss sagen, ich bekomme doch lieber Werbung, die mich interessiert, als irgendein Rotz, mit dem ich überhaupt gar nichts anfangen kann. Ja, also bei einer dieser Werbungen, die da aufploppte, wurde für La Roche-Posay ein Tester gesucht, und zwar für das neue Retinol-B3-Serum. Intensiv korrigierendes, regenerierendes Anti-Falten-Serum. Pures Retinol mit Retard-Effekt. Ich glaube, Retard ist im Englischen eine nicht besonders schmeichelhafte Bezeichnung. Das finde ich ja interessant. Egal. Mit Thermalwasser aus La Roche-Posay. Ja, 30 Milliliter. Fupp. Und sollte jetzt mittlerweile draußen sein. Also zu dem Zeitpunkt, als sie diese Verlosung oder diese Testdingensbummens da rausgeballert haben, die Werbung, da war es, glaube ich, noch nicht auf dem Markt. Ich gehe mal davon aus, das dürfte jetzt aber, wie gesagt, der Fall sein. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das denn wirkt. So, dann kommen wir auch, glaube ich, schon zu Sephora. Da waren ja, oder gab es ja jetzt in den letzten Tagen, Wochen öfter mal den einen Sale oder den anderen. Wie schon wieder 12.000 Probegedönsdinger. Noch ein Probegedönsdingens. Das Wichtigste jedenfalls. Mein Lieblingsreiniger, You to the People, wo ich ja schon Mimimi mache, weil es gefühlt bestimmt ein Dreivierteljahr nicht mehr verfügbar war, ploppte neulich eine E-Mail auf mit Plüm Plüm, rate mal, was wieder in Stock ist. Habe ich mich natürlich kälter draufgeschmissen und aus lauter Panik gleich zwei Teilchen bestellt, weil who knows, wann die wieder eine Nachlieferung bekommen. Ne? Ja. Ist ja hoffentlich auch noch ein Weilchen haltbar. Davon gehe ich jetzt mal spontan aus, wobei ich die sowieso hintereinander jetzt, glaube ich, aufbrauchen werde. Ja, also große Freude bei mir, dass mein Lieblingsreiniger für den Morgen endlich wieder verfügbar war und ich mir jetzt keine Sorge machen muss, weil meine aktuelle Flasche, meine angebrochene, ist nämlich auch schon zu einem Dreiviertel leer. Das kam jetzt sehr passend. Eigentlich hätte ich gleich noch einen mehr bestellen können, aber egal. Mit zwei kommen wir jetzt hoffentlich erstmal hin. Was haben Sie da noch mitgeschickt?
eigentlich war angepriesen eine holographische Tasche. Stattdessen ist es jetzt was mit Paillettengedöns geworden. Wenn ihr euch bei dem Sephora Beauty Bonus, was weiß ich nicht, Programm da irgendwie angemeldet habt. Ja. Das dazu. Dann gab es noch, warum auch immer, so eine Mini-Palette von der Sephora Eigenkollektion mit dem oder in dem Farbton Cookie, also wieder Brauntöne, bis der Arzt kommt. Mal gucken, das Teilchen wird nicht hier bleiben, weil mit Brauntönen kann ich überhaupt nichts anfangen. Oh, von Jo Malone war eine Probe mit bei Poppy in Bali. Aha. Gar nicht gesehen. Die Tüte habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht ausgepackt. Nur kurz reingeguckt, ob das drin ist, was ich bestellt hatte und dann zur Seite gestellt. Das ist ja mal praktisch, sogar in einem kleinen Pumpspender. Ach, jetzt ist sie gleich wieder versöhnt. Wo ich ja sonst immer sage, der ganze Probenschnabüki ist irgendwie Schrott, aber ja, das freut mich ja. So, was gab es dann noch? Dann gab es noch auch wieder von der Sephora Eigenmarke einen Make-up Remover, Augen-Make-up Entferner Waterproof. Hier so eine Biphasen, Zweiphasen Lösung, Schüttel-Schüttel. Davon habe ich noch irgendwo ein Teilchen rumstehen. Ich glaube, das war auch ganz okay. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das irgendwann mal im Urlaub mit, das Teilchen. So. Schwupp, was habe ich noch gekauft? Ah ja, genau. Ach, das war ja Mascara. Ich weiß, ich habe gesagt, ich brauche meinen Rest erstmal auf, aber Mascara wurde vor kurzem irgendwie mit, glaube ich, 30% Rabatt rausgehauen und da habe ich von Marc Jacobs meine absolute Lieblingsmascara eingesackt. Denn da ich ja jetzt bei den letzten meiner Reserven festgestellt habe, dass ein Gutteil davon aufgrund Altersschwäche schon nicht mehr so wirklich einsatzfähig ist, gehe ich davon aus, dass ich, wie gesagt, den Rest oder einen Großteil davon wahrscheinlich sowieso jetzt über kurz oder lang entsorgen werde und dann natürlich auch wieder was Funktionierendes brauche. Deswegen gleich zweimal meine Lieblingsmascara. Jo. Mein Lieblingsconcealer von By Terry hatte ich euch ja gerade gezeigt, aufgebraucht und auch Kehrtwend nachgekauft, obwohl auch bei Concealern es mir nicht an Ersatz mangelt, aber es gibt halt für mich keinen gleichwertigen bzw. keinen Ersatz, der den hier schlägt und demzufolge hätte ich dann gerne auch den One and Only wieder hier. Ich versuche jetzt immer so mal hier und da ein paar andere Concealer irgendwie weiter zu verwenden und so ein bisschen aufzubrauchen, aber wenn ich dann wieder feststelle, dass das alles nicht so funktioniert, wie ich mir das denke, werde ich definitiv zu dem hier zurückkehren. Denn auch der war, ich glaube, da gab es 25%, als ich den bestellt habe. Das war irgendwie ein Tag, weiß ich nicht, wo sie dann irgendwie so, weiß ich nicht, kauf zwei und krieg irgendwie 25% Rabatt oder so. Da habe ich dann den eingesammelt und mir gleich noch zwei Sachen von Ulla Henriksen bestellt, die mich angesprochen haben. Und zwar einmal ein Set, Let's Get Luminous Brightening Essential Set. Da geht es mir eigentlich ging es mir um diese Banana Bright Augencreme, die auch ganz gute Kritiken bekommen hat. Soll auch die Augenpartie aufhellen und so weiter. Und aus der ganzen Serie gibt es dann halt auch ein Vitamin C Serum, das Truth Serum. Das habe ich auch schon, ich glaube, das ist so ein Dauerbrenner von ihm, schon mal vor Urschleimzeiten gehabt. Und dann gibt es eine Sea Rush Brightening Gel Cream. Also eine Gelcreme finde ich dann immer für den Sommer ganz schön.
Ja, und wie gesagt, das Set war dann entsprechend reduziert und, da bin ich auch sehr gespannt, aus dieser Truth-Reihe gibt es auch noch den Juice Daily Cleanser mit Orangenfruchtwasser. Da bin ich vor allem auf den Duft gespannt. Ich liebe ja Zitrusdüfte. Ich weiß, sollte bei Gesichtspflege eigentlich keine Rolle spielen, aber da kann ich halt nicht aus meiner Haut. Ja. Ich glaube, du warst auch. Ja. Dreck, Öl und Make-up. Also wird dann für mich ein zweiter, der sozusagen der zweite Reinigungsschritt sein, beziehungsweise eigentlich eher der dritte. Also erst mit einem Micellenwasser den gröbsten Dreck runter, dann mit einem Öl- oder Balmreiniger hinterher und dann benutze ich ja mal noch einen Gelreiniger als Abschluss. Und das wird dann das gute Stück sein. So, damit haben wir es dann auch schon tatsächlich wieder geschafft. Wie gesagt, ich habe jetzt in der letzten Zeit mich, was so Shoppen anbelangt, also ich habe mehr geshoppt, als ich eigentlich wollte oder sollte. Aber so bei ein paar Sachen hat es mir dann tatsächlich in den Fingern gejuckt. Deswegen hoffe ich, das geht auch so durch bei euch. Ich weiß gar nicht, wie macht ihr das jetzt? Oder habt ihr euch generell, also es war jetzt kein Vorsatz für dieses Jahr, sondern generell einfach, dass ich irgendwann dachte, als ich mal wieder meine Vorräte durchsortiert habe, das ist alles irgendwie auch nicht so richtig gesund. Und es macht ja für einen Ein-Personen-Haushalt auch nicht wirklich Sinn, eine halbe Douglas- oder Sephora-Filiale irgendwie hier geparkt zu haben, ne? Wenn man dann nicht hinterherkommt, die Sachen auch aufzubrauchen. Ich weiß ja nicht, was ihr so hoardet. Also früher war es bei mir extremst halt Make-up und hat sich dann irgendwann mal so Richtung Pflege entwickelt. Jetzt würde ich mal rotzfrech behaupten, dass Pflege tatsächlich für das Ergebnis wahrscheinlich, also zumindest für die Haut, noch die bessere Variante ist. Besser in Anführungszeichen, aber naja. Muss, glaube ich, alles nicht sein. Aber ich weiß ja nicht, macht ihr das auch oder habt ihr festgestellt, dass es sich bei euch natürlich so entwickelt hat, dass ihr irgendwie nicht mehr großartig shoppt oder bestimmte Sachen irgendwie gar nicht mehr shoppt, dann entweder ein bisschen bewusster rangeht, tatsächlich gezielt rangeht oder es halt einfach sich so im Laufe der Zeit ergeben hat. Vielleicht mag der ein oder andere da noch so einen Gedanken teilen. Jo, das war's dann auch schon wieder. Dann wünsche ich euch jetzt einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Und bis bald.